Ja, hallo, grüßt euch, liebe Leute. Heute bei diesem Video geht es hier um Dividendenstrategien. Ja, Dividendenaktien. Ich bin nämlich gefragt worden, mein lieber Thomas, lieber Mr. Millionär, du sprichst sehr häufig von Dividendenaktien und zeigst aber sehr, sehr wenige Dividendenaktien. Und ja. Da habe ich mir überlegt, ja, stimmt, ich habe eine ganze Menge Dividendenaktien langfristig in verschiedenen Depots verstreut und die ich auch nur sehr selten, die letztendlich über Sparpläne angehäuft werden und ich auch nur selten, selten anschaue und deswegen auch nur sehr selten im Kopf habe und deswegen auch nur sehr, sehr selten auf YouTube darüber spreche. Und da habe ich mich entschlossen, mal mit meiner jüngsten Dividendenaktie, die ich sozusagen als letzte Portfolio genommen habe, hier mal ein Video darüber zu drehen. Und das ist die Swiss Re. Ja, wann habe ich die aufgenommen? Die habe ich gekauft, sozusagen als ersten, ja, um es mal so ein bisschen anzutesten. Habe ich die ersten 20 Stück dort gekauft. Das war sowas, also mit zum Preis von 76 Franken, Schweizer Frankli, ja. Und aktuell sind wir bei 87 Schweizer Frankli, also ja, so knapp 12%, 11,68, um ganz genau zu sein. Und bin auch hochzufrieden damit, ja. Und es gibt zwei, drei Gründe, warum ich die Swiss Re ins Portfolio aufgenommen habe. Das war so im November rum, sowas. Ne? Der eine Grund, ich wollte unbedingt, unbedingt eine Aktie in einer weiteren Fremdwährung. Und zwar eine andere Fremdwährung als wie nur der Dollar, der US-Dollar. Und da bietet sich ja der Schweizer Frankli an. Dann hatte ich zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr, November rum, einige YouTube-Videos aufgeschnappt, wo einige ja, hochkarätige Experten davon gesprochen haben, dass der Schweizer Frinkli ein Aufwärtspotenzial hat. Das war sozusagen der zweite. Also, erster Grund, Diversifikation von Währung, also letztendlich eine Aktie in einer anderen Währung auch haben. Ich habe ja norwegische Kronen und so weiter. Aktien, wie zum Beispiel die Zaptec oder die Nel Asa, die kaufe ich dann in norwegischen Kronen, ja, sozusagen. Und somit eben auch die Swiss Re in Schweizer Frankli gekauft. Ja? Und erstmal nur so eine kleine Position und also für mich ist es auch ganz okay. Wir wollen uns ja diversifizieren, nicht gleich wieder so ein Klumpenrisiko ans Bein hängen. Und es ist eine sehr, sehr stabile Aktie. Also es hat sich wirklich nicht sehr viel getan und ich bin auch voll zufrieden. Ich meine, hallo, so in 5, 6 Monaten 10%. Und dann hast du hier natürlich der dritte Grund, ist ja auch die Überschrift dieses Videos, Dividende. Ja, eine Dividendenaktie. Also du hast mit der Swiss Re immer so zwischen, je nachdem, wie hoch der Kurswert ist, ja, so zwischen 5 und 8% Dividendenrendite. Ja, und bei so einer Swiss Re, das ist letztendlich sowas Ähnliches wie ja, Münchner Rück oder sowas, ja. Vergleichbar, nur eben in Franken, Schweizer Frankli, ja. Und ja, das sind so Flaggschiffe, sagen wir mal, man sieht es hier, die sind halt hier natürlich runtergegangen, wie alle anderen Aktien auch, aber sofort wieder rauf. Also das hat keine, das war hier der Tiefpunkt, war am 19. März und dann war mal hier am 31. März, also noch im selben Monat, ja, war man schon wieder fast auf 76, 67 Euro. Ja, und also, ja. Und wir können ja hier nochmal sozusagen nochmal diesen Indikator, Moving Average 200 mit reinnehmen, ja. Finde ich immer sehr, sehr lustig. Und sehen hier ähnlich, also die Performance, haben wir sozusagen den durchstoßen hier irgendwann im November und das war auch einer der Faktoren, warum ich mich entschieden hatte, die Swiss Re Aktie also mit ins Portfolio zu nehmen. Und ich hätte auch ebenso gut was anderes machen können. Ja, was gibt es da noch? Nestlé und so. So viele Schweizer Aktien gibt es dann auch wieder nicht. Die haben einen Haufen Rüstungsunternehmen, mag ich nicht so gern. Und von daher habe ich mich eben für diese Aktie entschieden. Ihr könnt ja selber mal ein bisschen nachforschen, was ihr so von der
Und dann eure Meinung dazu abgeben hier unten in den Kommentaren, was ihr von Swiss Re haltet. Ich habe mir jetzt schon die letzten 2, 3 Wochen immer wieder überlegt, ob ich jetzt nochmal nach 6 Monaten nochmal mir 20 Stück ins Portfolio legen soll oder vielleicht sogar ein paar mehr oder ein paar weniger. Ich weiß es nicht, weniger lohnt sich eigentlich kaum, was zu kaufen. Es ist halt, wie gesagt, eine anfängliche Position, die ich wahrscheinlich über die Jahre auch nochmal immer wieder mal einmal im Jahr oder so ausweiten werde. Und ist auch so ein bisschen mitunter ein Experiment, weil ich die Swiss Re eigentlich, sagen wir mal, als einen Finanzwert sehe und ich insgesamt da so sehr wenig in Finanzwerte investiere, beziehungsweise jemals eigentlich immer sehr wenig investiert habe, mit einer Ausnahme, das sind Bezahlungssysteme, die ich nicht zu Finanzwerten zähle, so Visa Card, PayPal. Ja, sind für mich keine Finanzwerte, das sind Zahlungssysteme, das sind für mich Tech-Werte. Also ganz, ganz wichtig, die Unterscheidung für mich zumindest persönlich. Und abgesehen von Visa, PayPal und Mastercard, habe ich eigentlich gar keine Finanzwerte und hatte auch noch nie so richtig Finanzwerte bei mir im Portfolio. Das liegt vielleicht daran, dass ich mal vor 20 Jahren für Lehman Brothers gearbeitet habe und ja, weiß, wie Finanzinstitute so denken und ticken und ja, und also in sowas möchte ich also nicht mein hart erspartes Geld investieren, auch wenn man natürlich indirekt immer irgendwo mit dabei ist, das ist natürlich klar, ne? Aber über Bitcoin, über ja, neue Tech-Firmen und so weiter, die jetzt mit ja, Blockchain und so weiter, dann Bezahlungssysteme, vielleicht neues Geld sogar entsteht und so weiter. Ja, tut sich ja da einiges. Also sozusagen die traditionellen Finanzwerte wie Banken und Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter. Also Commerzbank habe ich echt das Gefühl, die ist sowieso dabei, sich aufzulösen. Man merkt es auch, als wenn man da Kunde ist. Ja, also irgendwie seltsam. Bei mir ist zum Beispiel die Kredit- oder die EC-Karte ausgelaufen und ich habe nicht mal einen Brief bekommen, ja, von der Commerzbank. Ich bin dort Kunde. Ja. Also ganz, ganz seltsame Dinge passieren ja bei manchen Banken und so, also Sparkassen, Volksbanken, da merkt man noch nicht so viel, aber auch da, die sind auch, je nachdem, mit welchem Berater man sich da mal austauscht, sind auch manchmal etwas nervöser schon als wie damals noch so die anderen. Ja, die ganze Branche unfassbar im Umbruch. Möchte ich keine Aktien haben. Hier Swiss Re, Münchner Rück, ja, Allianz vielleicht noch und dann eben die Bezahlungssysteme wie Visa, Master und PayPal. Und dann natürlich auch so wie Google und Apple und so, die ja auch letztendlich da mitspielen wollen. Oder auch, ja, da gibt es ja noch weitere Firmen, die jetzt so mit Blockchain was machen. Also das ist dann nochmal eine ganz andere. Das gehört zu mir nicht zum traditionellen Bereich, was Finanzwerte betrifft. Ja, jetzt habe ich lange ausgeholt, lange umschrieben, warum, weshalb. Lass doch du mir mal bitte wissen, was du von Swiss Re hältst oder überhaupt von Finanzwerten oder von so Versicherungen, von Rückversicherungen, wie sicher du die siehst. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen, oder? Schau mal wieder rein, wenn es heißt, dein Thomas Klein, Millionär. Und tschüss, ciao, fetti. Grüezi, sagen die Schweizer, Grüezi und Fürti.